Im Stichtag heute geht es um Heidi. Ich weiß zwar nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich diesen Namen Heidi höre, dann fällt mir zuallererst das hier ein. Der Sound der Zeichentrickserie Heidi. Damit sind wir Kinder in den 70ern im Westen aufgewachsen. Eine japanische Anime-Serie war das. Der eigentliche Film zu Heidis Geschichte, der war allerdings viel älter. Der war schwarz-weiß mit echten Menschen und kam aus der Schweiz. Die Ur-Heidi, wenn Sie so wollen. Und dieser Film wird heute 70, wie Katharina Gulaikow berichtet. 1952. Elisabeth II. Wird nach dem Tod ihres Vaters zu Queen, der Koreakrieg tobt weiter und in der Schweiz kommt die wohl erfolgreichste Heidi-Verfilmung aller Zeiten auf die Leinwände. Guten Morgen, Großvater. Ja? Heute schön? Ja. Jetzt geh und wasch dich, sonst lacht dich die Sonne aus. Ja, ja. Die Geschichte vom Großvater, dem grummeligen Alpöhi, den wir in der hochdeutschen Fassung als Almöhi kennen und der mit seiner Enkelin Heidi abgeschieden in einer kleinen Holzhütte in den Bündner Bergen lebt, kennen heute wie damals so gut wie alle. Vorlage ist der unsterbliche Kinderbuchklassiker Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spyrit aus dem Jahre 1880. Ich sag's jetzt zum letzten Mal, das Kind gehört nicht in die Stadt. Es gehört in die Berge. In den USA schon zweimal verfilmt, kommt 1952 der erste deutschsprachige Versuch aus der Schweiz und schafft es schon mit den Dreharbeiten in die Schweizer Filmwochenschau. Die Gestalten dieses Hirtenidylls kommen uns ziemlich vertraut vor. Sie sind übrigens nicht allein. Emil Berner, der bekannte Kameramann, beobachtet sie. Viele Techniker sind da. Man dreht die ersten Außenaufnahmen zum neuen Schweizer Film Heidi. Für den späteren Erfolg des Filmes nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und den USA wird zum einen die prächtig in Szene gesetzte Almidylle der Schweizer Berge sorgen. Gedreht wird hauptsächlich an Originalschauplätzen im Kanton Graubünden. Klassisch noch in Schwarz-Weiß, für Farbe fehlte der finanziell angeschlagenen Produktionsfirma Präsens Film das Geld. Die Fortsetzung wird 1955 dann in Farbe gedreht, um die Schönheit der Schweizer Berge noch mehr ins Bild zu rücken. Verzaubert hat Heidi in Schwarz-Weiß trotzdem und war die wohl beste Werbung, die die Schweiz für sich und den aufkeimenden Tourismus haben konnte. Schaut doch auf Auen und Matten, was an die Lungen. Zweiter Erfolgsgarant ist die Besetzung. Heinrich Gretler, damals der Schweizer Charakterdarsteller schlechthin als Alpöhi, Willi Birgel und Theo Lingen. Gehen Sie mal hinauf zu Frau Rottmeier, Sie werden bereits erwartet. Für die Kinderrollen hat Regisseur Luigi Comencini 2000 Kinder gecastet, bis er den Geisen Peter perfekt mit Thomas Klammett und mit Elsbeth Siegmund die Heidi besetzt. Rührend und herzerwärmend spielte gerade sie sich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Für beide ist es die erste und auch die letzte Rolle. Sie drehen zwar noch weitere Heidi-Filme in den folgenden Jahren, beenden aber beide ihre Schauspielkarriere noch in den 50ern. Fragen zu ihren Rollen müssen sie trotzdem noch jahrzehntelang beantworten. Heidi! Eindruck hinterlässt der Film auch bei der Presse. Die Neue Zürcher Zeitung jubelt, dass die Erzählpoesie des Buches hier zur Filmwirklichkeit wird. Die vermeintlich heile Welt der Berge trifft auf die großen Themen des Lebens. Tote Eltern, Heimatgefühl und Fremdsein, Alleinsein und Freundschaft. Und so zählt die Heidi-Verfilmung von 1952 nach wie vor zu den erfolgreichsten und schönsten. Obwohl immer wieder Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Verfilmungen auf den Markt kamen. Nur in den 40er und 80er Jahren nicht. Weltpremiere für Heidi in den Schweizer Kinos war am 14. November 1952, heute vor 70 Jahren.